Es wird in dieser Gegend, in Nächten wie dieser, in der Halloween-Nacht, eine Geschichte von einem uralten Übel erzählt. Ich wäre dafür, dass wir wie früher durch die Stadt ziehen und Halloween wiederbeleben. Ich denke an das große Ganze. Sam und Joths Spukhaus würde uns das perfekte Halloween bescheren und den Spaß zurückbringen. Oh, Mama mir. Das in einer Scheune mitten im Nirgendwo lebt. Je schneller wir zur Abstimmung gelangen, um das Verbot von Halloween wieder einzusetzen, desto schneller beenden wir auch diese blöde Party. Yeah! Nun, niemand weiß, was wirklich geschah in jener Nacht, außer einer Überlebenden. Jungs, ich glaube, das hier ist unser Platz. Einige sagen, dass es diese Dinger immer noch gibt und sie warten nur darauf, wieder zurückzukehren, um ihr Werk zu vollenden. Dann wurde einer nach dem anderen von den Kreaturen geschlachtet und in die Finsternis verschleppt. Das ist jetzt echt bescheuert. Mein Onkel, er hat dieses leere Gebäude dort. Halloween in einer alten Scheune. Sie sind zurück, weil sie beenden wollen, was wir begonnen haben. Die Party des Jahres wird der Oberkracher. Um sie wach zu rütteln, müsst ihr an das Scheunentor klopfen. Dann ruft ihr Süßes oder Saures. Dreimal. Oh, genau das haben wir gespielt, als der Gruppenleiter das Lager aufgebaut hat.